Buenos Dias, hätte ich fast gesagt. St. Lucia is calling. Das Wetter wartet auch schon auf uns. Ein bisschen auftrapieren dürfen wir uns noch und dann geht's aufs Fahrrad. So. Dort. Jetzt. Kurz zur Vorgeschichte, St. Lucia, ja, wie manche auch sagen, Santa Lucia, das ist eine schöne Insel, waren wir übrigens schon, hier kann man auch toll tauchen und beziehungsweise schnorcheln, zu den Pitons fahren, zum Grand und zum Petit Piton, das sind so komische Vulkanberge, da waren wir ja im Frühjahr schon, das war übrigens die Insel, auf der uns damals die Kamera Tschüss gesagt hat. Deswegen waren ja die ganzen Aufnahmen, oder die Hälfte der Aufnahmen der letzten Reise flöten. Deswegen haben wir gesagt, heute gehen wir nicht schnorcheln. Nein. Schlechtes Omen hier. Wenn du aber die Videos sehen willst von damals, da gibt es nämlich das Champagner-Riff, das war glaube ich auch hier, Champagne-Riff. Da kommen so Luftblasen aus dem Boden, ist eine Vulkaninsel. Total schön, klickst du einfach mal bei unseren alten Videos. Heute aber haben wir uns überlegt, also genau genommen ich, man sieht es ja schon an ihrer Reaktion. Heute machen wir mal so eine Fahrradtour. Sport, ja, so ein bisschen. Warum? Wir haben uns ein E-Bike, sagt man glaube ich richtigerweise, ausgeliehen. Also nicht nur eins, sondern zwei. Wir sind ja auch zu zweit, das ist ganz logisch. Hallo. Und pass auf, das zeigen wir dir gleich. Dafür gehen wir jetzt erstmal runter, müssen uns noch ein paar Handtücher organisieren, weil wir werden auch kurz uns regenerativ an einem Strand erholen. Die Geschichte der Buchung ist ganz lustig. Die erzählen wir dir gleich. Jetzt geht's erstmal ab. Guck mal, jetzt zeig ich dir erstmal, wo wir sind. Wir sind nämlich auf Deck 9 und irgendwo hier hinten ist unsere Kabine. Das ist total super. Und jetzt fahren wir erstmal zum Pooldeck. Da gibt es nämlich die Handtücher. Oh, scheiße, ey, das wird anstrengend und ich sag's vorweg. Es könnte sein, dass ich auch mal fluche. Definitiv. So. Da stehen sie. Die drahtigen Esel. Komm, Schatz, wir nutzen die Gunst der Stunde im Gegenlicht und ruhen uns noch mal kurz aus. Wir hatten nämlich nichts gebucht hier auf St. Lucia, weil wir gesagt haben, hier so ein Katamaran-Trip, das hatten wir ja damals schon, ist irgendwie nett, aber das Ganze zweimal machen, ist jetzt auch Quatsch. Und dann ist es passiert, dann hatte ich die glorreiche Idee, doch einfach mal so ein E-Bike zu mieten, zu leihen, mitzufahren bei so einer kleinen Tour, weil die sind immer sehr beliebt. Mhm. Das gibt es bei der AIDA, das gibt es ja auch bei der Mein Schiff. Sehr beliebt. Und ey, ganz im Ernst, das kann ja so schwer nicht sein. Das ist ja. Naja, aber man muss ja dazu sagen, dass das die schwierigste Route in der Karibik ist. Wussten wir ja damals noch nicht. Das wussten wir nicht. Als wir das jetzt gebucht haben. Wir saßen also am Ausflugsschalter und war so ein junger Mann. Mhm. Und ich glaube, der hat uns gesagt, lass uns mal lieber bleiben. Weil, also das ist schon mit einer gewissen Motorunterstützung. Ich meine, du kennst ja E-Fahrräder, also E-Bikes. Aber man muss ja trotzdem treten. Meine These ist ja Quatsch. Das ist ja Alibi-Treten. Mhm. Das ist ja nur Alibi-Treten. Und so haben wir gesagt, nee, wir überlegen uns das nochmal. Dann haben wir auch nochmal eine Nacht drüber geschlafen, sind nochmal hin. Und der da dann saß, der junge Mann, der hat gesagt, ja klar, ihr seid sportlich. Und wir haben gesagt, ja genau, optisch sind wir kurz hinter Ben Johnson oder Lance Armstrong, passenderweise. Aber auch nur optisch, scheißegal. Das wird jetzt nicht so dramatisch. Also das soll so die schwerste, anspruchsvollste Fahrradtour in der Karibik sein. Somit, der hat dann auch so gezeigt, wo ich denke, das ist ja physikalisch gar nicht möglich, so einen Berg hochzukommen. Ist ja Quatsch. Wie ich habe ja auch gefragt, ob man schieben kann. Nee, schieben zur Not, aber dann sagte er, naja, wenn du 21 Kilo hochschieben möchtest. Das ist also auch keine gute Idee gewesen. Ja. Wäre keine gute Idee gewesen, ist aber auch keine Idee, weil wir werden natürlich nicht schieben. Wir werden den Turbo-Boost reinhauen, erster Gang, schnelles Treten, langsameres Vorankommen und so wird das heute werden. Wir fahren so ein bisschen über die Insel, fahren irgendwie so ein, zwei Berge wohl hoch. Sind ja auch nur, ich habe lange in München gewohnt, das waren Berge da im Umland. Das hier sind Hügel und wir machen Rast an einer kleinen Bucht. Fünfeinhalb Stunden, 50 Kilometer, 800 Höhenmeter.
lächerlich. Früher auf einer Arschbacke abgesessen. Unten, wenn wir gleich die Fahrräder haben, ey, dann pass auf, ich habe auch schon vorbereitet. Ich habe extra so einen Brustgurt noch mitgenommen, da kann ich dich dann ranklemmen, damit du so richtig schön genießen kannst. Ich trete für dich, du kannst genießen, diese tatsächlich wunderschöne Insel. Ja, das stimmt. Heute Morgen hat der Captain Durchsage schon gemacht, hier die Franzosen waren immer ganz schön oft hier und ich weiß gar nicht, wer noch, habe ich nicht richtig hingehört. Castries ist die Hauptstadt und von dort starten wir gleich. Da hinten sind schon die ganzen Katamarans. Gut, die zeige ich dir auch nochmal. Auf so einem schrosseligen Katamaran waren wir da hinten und haben wir uns damals auch schön die Lampen angezündet und haben dann auf dem Weg zurück zum Schiff, ja damals noch Wayne Morbis, das ist der Gastkünstler auf der AIDA gewesen, den haben wir noch schön voll gequatscht. Ich glaube, der hat auch gedacht, ja, Alter, ey, gut, dass ihr jetzt gleich weg seid. Tschüss! Wir müssen uns ein bisschen warm machen. 31 Grad werden es heute. Tja, lächerlich. Tschüss! So, jetzt machen wir uns nichts vor. Es war mit Abstand, wie ich mir jetzt schon sehe, die bescheuerte Idee, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Aber, Schatz, mitgegangen, mitgefangen. Da ist das Schiff, da hinten stehen die Fahrräder. Ist ein bisschen windig, das ist auch noch Gegenwind wahrscheinlich. Ja, immer. Aber mit Helm. Also, da sehen wir natürlich auch aus wie Lenz Armstrong. Das war mal ein Fahrradfahrer. Ich glaube, wir haben Glück, dass wir im Schatten stehen. Ich bastel dich mal an meine Brust. Komm, Papa nimmt dich an die Brust. So, habe ich dich mal an die Brust genommen. Der große Vorteil für dich ist, du musst mich nicht mehr sehen, du musst mich nur noch akustisch ertragen. Hier ist mein Fahrrad, ist auf Eco. Sollen wir erstmal am Anfang machen. Ich schalte gleich sofort auf den Turbo. Ich saug den Akku leer, Freunde. Ja. Vielen Dank fürs Warten. Spannend, oder? So, jetzt machen wir uns nichts vor, das ist ja ein ganz entspanntes Fahren hier. Jetzt siehst du hier auch, das ist Charles Eugène Gabriel de la Croix, Marquis de Castries, schon lange her. Jetzt fahren wir als allererstes zu so einem komischen, ich sag mal Mini-Leuchtturm, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu laut, im Zweifel vertone ich es nach. Da wird sich die Spreu vom Weizen trennen. So. So, pass auf, du bist immer noch an meiner Brust. Ich habe da jetzt auch keinen Bock, dich abzuwehren. Ich schwenke dich mal von links. Schiff unten. Wir sind hier so gefühlt, ich sag mal so auf 1200, 1300 Meter Höhe. Ja, ganz entspannt hochgefahren. Ich habe auch fast gar nicht geschwitzt. Also hast auf jeden Fall schon mal eine akkurate Auskunft. Genau, die gebe ich dir gerade. Schönen Ausblick hier. Strand. Da vorne, vor diesem tollen Flughafen, ist auch noch ein Strand. Da werden wir uns nachher hinpimmeln im Zweifelsfall. Und ansonsten Wasser, Wasser, Wasser. Jetzt zeige ich dir noch die andere Seite. Komm, komm. Also sofern Lukas und Nico wollen. Ja? Ist total entspannt. Machen wir uns nichts vor. Ist eine ganz smoothe Fahrt hier. Einzige, was mir jetzt schon tierisch, also dolle weh tut, ist mein Poppes. Der ist ja auch nicht so viel gewohnt. Kinders. Der Inge war doch eine große Fresse gehabt. Jetzt macht es schon nicht mehr so großen Spaß, ehrlicherweise. Gleich wieder. Jetzt muss ich ein bisschen ziehen. Geht jetzt hier seit, weiß ich nicht, 50 Kilometer geht das hier bergauf. Aber den ersten Strich schon weg. Da hilft nichts, Alter.
Jetzt hatten wir gerade einen Anstieg. Da muss ich die Kamera leider ausmachen, weil ich alle Kraft auch aus diesem Akku der Kamera rausziehen musste, um mit diesem scheiß Fahrrad diesen Drecksberg hochzukommen. Alter, das waren so irgendwo Scheiße. Doch tot, ich bin auch. So. Die Autos haben teilweise schon angehalten und stehe auf der Straße übrigens. Und man muss sie schieben, weil die auch nicht hochkommen. Das geht aber gleich weiter, ne? Ja, aber nicht mehr so steil. Das kann ja gleich sein. Wenn es nochmal so steil wird, sind wir im Himmel. Also in jeglicher Hinsicht. Department of Infrastructure, Ports and Energy. Ja. Energy, Schatz, du stehst auf der Straße. Ja. Eieiei. Ich bin auch extra gerade hier schon rübergefahren über den Parkplatz, weil hier liegen Scherben, in der Hoffnung, dass ich einen Platten habe. Weil dann wäre ja die Reise für mich vorbei. Boah, leck mich am Arsch, mir platzt auch der Kopf gleich. Das ist auch richtig, das war jetzt anstrengend. Als ich hochkam, dachte ich erst, ich höre Musik, aber da ist welche an. Ich dachte schon, die kommt auf anderen Sphären. So, guck mal hier, der erste muss schon abgestiegen sein. Das ist auch unfassbar steil. War. Das ist eine junge Frau, ich den Namen vergessen, die kommt aus dem Schwarzwald, aber aufgewachsen ist in Leverkusen. Boah, du kannst mit zwei fahren. Das ist stark. Hast aber auch doppelten Antrieb. Blick reinwerfen. Ja, die ist ganz freundlich. So, unsere Jungs gestern, also Kim und ich, waren letzte Saison halt schon hier auf St. Lucia und ich ja schon in Ewigkeiten. Und die Jungs zum Vorbild haben immer nicht glauben wollen von der Karibik. Ja, vom Wetter her fordern, anstrengend und schwitzig und schwül. Haben sie gestern schon geschwitzt. Bin mal gespannt, was sie heute sagen. Welche Jungs haben schon mal gespannt? Welche Jungs haben das nicht geglaubt? Unsere Biking Guides. Die Biking Guides, ja. Sind alle hier noch nicht. Also alle 19, 20, 21. Ich verstehe. Ja. Und, also ich habe Marilyn noch nicht gefunden, so ist die junge Dame halt. Die habe ich 2007 zum ersten Mal kennengelernt. Ich habe mit meinen Gästen immer halt hier so einen Blick reingeworfen, frecherweise. Und dann ins Gespräch mit Marilyn gefunden. Und die hat gesagt, klar, komm rein. Das ist immer sehr interessant für uns, oder? Mal so ein Blick hineinzuwerfen, wie die Schulklassen hier ausschauen. Im letzten Jahr war es nicht möglich, da war die Pandemie. Na, da haben wir uns aber halt hier draußen getroffen, mit Maske ganz klar. Weil sie auch die Kinder halt schützen wollten, verständlicherweise. Aber ja. Wir können mal hier mal die Köpfe so ein bisschen reinhalten, oder? Mama! Very good! Oh, Yolanda! Oh, hier kommt die Frau! Welcome to Babono Primary School, Grundschule. Now, listen guys, I gave you a prize in my pocket. And that prize will go to the person. Geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, der eine, der kleine rechts der von den Johnnies, der hat gesagt, wir schaffen, als wir es gebucht haben, hat der gesagt, schaffen wir nicht. Lache ich mich doch tot. Akku ist noch fast voll. Vom Fahrrad. Ja, meiner auch. Ja, genau.
So, das war die Tour. Fazit gibt's nachher. Wir müssen uns erstmal wieder sammeln. Tschüss.